Herzlich willkommen zum 7 Days to Die Tutorial, wie man die erste Nacht überlebt von CT Zockt. Mein Name ist Rudi Opitz vom CT Magazin und wir versuchen heute einfach mal die erste Nacht zu überleben. Bei 7 Days to Die ist das nicht so ganz einfach, weil viele Sachen einfach nicht gescriptet sind und was durch Zufall einem passieren kann, das kann man vorher nie wissen. Das Wesentliche ist erst einmal die Standardsachen zu lernen und dazu bietet das Spiel dankenswerterweise ein Tutorial, das auch gleich in das Spielgeschehen so ein bisschen eingreift, denn wenn man alle Tutorial-Aufgaben erfüllt, bekommt man hinterher 4 Bonuspunkte, die man dann für Perks und Erweiterungen einsetzen kann. Wir starten einfach mal. Und die Questline fängt an. Und die erste Aufgabe ist, einen Schlafsack zu craften. Der spielt besonders eine wichtige Rolle, denn damit legt man seinen Spawnpunkt fest, falls man denn dann doch wieder sterben sollte. Wenn man keinen Schlafsack hingelegt hat, dann spawnt man an einer zufälligen Stelle, wobei wir spielen hier in der vorgefertigten Map Neverskane. Da gibt es ganz bestimmte Spawnpunkte und die sehen alle ähnlich aus. Die befinden sich alle mehr oder weniger am Rand der Karte. Auch hier können wir sehen, wir haben ein altes Auto, wir haben so ein paar Müllsäcke. Wir können mal reingucken, ob wir da was Nützliches finden. Na gut, Kaffeesamen. So ein Karton ist auch immer wieder interessant durchzusuchen. Da sind schon wieder recht nette Sachen drin. Unter anderem auch schon Shotgun-Munition. Dumm ist, dass wir noch keine Shotgun haben. Auch die Autos selbst lassen sich durchsuchen. Ja, eine Feder und ein Verkabelungswerkzeug, das werden wir auch viel später erst im Spiel brauchen. Machen wir erstmal weiter bei den Aufgaben. Um einen Schlafsack zu craften, braucht man nur Pflanzenfasern. Das heißt, überall, wo trockenes Gras, frisches Gras oder sowas in der Richtung wächst, braucht man eigentlich nur drauf zu boxen. Das klappt einfach mit der linken Maustaste. Dann schlägt man zu und man sammelt, bis man die nötige Anzahl von Pflanzenfasern zum Herstellen eines Schlafsacks zusammen hat. So, das habe ich jetzt schon. Jetzt kann ich ins Menü gehen und man sieht hier schon, gleich als allererstes ist die Bedroll, also der Schlafsack, markiert. Und ich brauche da nur auf Craft zu drücken und innerhalb von 20 Sekunden wird ein Schlafsack hergestellt. Nebenbei durchsuche ich schon mal Vogelnester, denn die sind auch sehr wichtig, ebenso kleine Steine. So, mein Schlafsack ist fertig. Die Aufgabe empfiehlt jetzt erstmal sofort den Schlafsack hinzulegen. Das mache ich jetzt mal, damit ist die erste Aufgabe erfüllt. Man kann ihn liegen lassen, man kann ihn aber auch wieder aufnehmen, wobei der Spawnpunkt dann natürlich wieder gelöscht wird. Ich versuche gleich, mir das Haus anzugucken, aber das mache ich erst, wenn ich auch eine Waffe habe. Solange man sich nicht zu weit von dem Spawnpunkt entfernt, hat man erst einige Spielstunden eine Gnadenfrist. Das heißt, wandernde Zombies kommen hier nicht vor. Bis, ich denke mal, so gegen Mittag dieses Spielpunktes. Ansonsten sammle ich hier schon mal weiter. Ich soll jetzt also eine Steinaxt herstellen. Dazu habe ich jetzt schon ein paar Steine gesammelt. Aufnehmen, wie üblich, übrigens mit der Taste E. Hier habe ich noch ein Nest. Also Nester würde ich auf jeden Fall immer sofort mit durchsuchen. Denn mal abgesehen davon, dass man Eier findet, findet man da die gerade zu Anfang sehr wichtigen Federn.
und Feder brauchen wir, um später Pfeile herzustellen. Noch ein Nest, sehr schön. Was wir auch brauchen, ist Holz. Jetzt können wir natürlich hier auf dem Baum herumkloppen. Und dann bekommen wir auch so ein bisschen Holz raus. Das ist nur sehr mühselig. Ich empfehle erst nach kleineren Holzsachen zu suchen. Hier haben wir zum Beispiel, weil wir im sogenannten verbrannten Wald im Burnt Forest sind. Das kann man also schneller kaputt hauen. Und wir bekommen zusätzlich auch noch Kohle heraus. Wenn man übrigens irgendeinen Strauch, einen Baum oder eben hier ein Stück verbranntes Holz komplett abbaut, bekommt man ganz zum Schluss zur Belohnung noch einen größeren Batzen Holz oder eben was dieser Gegenstand so hergibt. Gut, das war nicht allzu viel. Dann nehme ich mir mal hier den Baum vor. So, jetzt haben wir genug Holz, um zumindest schon mal die Steinaxt zu craften. Das geht Gott sei Dank recht schnell. Und mit der Steinaxt fälle ich jetzt den Rest des Baums. Auch das geht deutlich flotter als mit der Hand. So, jetzt habe ich zum Schluss noch 23 Holz bekommen. Das ist schon ganz nett. Die nächste Aufgabe ist jetzt wieder Pflanzenfasern zu sammeln. Dazu kann man die Steinaxt benutzen. Allerdings nutzt sich die dabei ab. Also wechsle ich einfach mal wieder auf meine Faust, denn da reicht ein Schlag und meine Faust nutzt sich nicht ab. Nebenbei sammle ich noch ein paar Steine. Man kann Steine auch kaputt hauen, man bekommt dann auch genauso, als ob man ihn aufhebt, auch einen Stein. Also ein Unterschied ist da nicht auszumachen. Okay, jetzt soll ich mir Kleidung craften. Dazu habe ich hier ein sehr umfangreiches Crafting-Menü. Die Kleidung finde ich nicht in den Grundlagen, in den Basics, sondern ich suche mir hier die Kleidung Clothing. Und dann habe ich hier die Aufgabe, welche Kleidungsstücke ich herzustellen habe. Und das sind einmal Hosen, ein Shirt, eine Kapuze, Schuhe und Handschuhe. Wenn man längere Zeit gerade mit der Faust auf so einem Baum rumkloppt oder auch mit seiner einfachen Steinaxt, wird man sehr schnell feststellen, dass die Ausdauer abnimmt. Das ist der blaue Balken unten links über dem Gesundheitsbalken, der in Rot dargestellt wird. Darüber sehen wir übrigens noch ein Symbol mit einer Jacke.
Das bedeutet, dass wir noch eine weitere Gnadenfrist haben, nämlich, dass wir nicht so schnell ins Schwitzen oder ins Frieren kommen. Erst wenn diese Jacke verschwindet, dann bedeutet das, jetzt muss ich mich um angemessene Kleidung kümmern. So, jetzt habe ich auch schon wieder so viel gesammelt, dass ich in die unteren Felder komme. Und die unteren Felder bedeuten, dass ich überladen bin. Ich kann diese unteren Felder zwar voll sammeln und immer weiter Dinge aufnehmen, aber dadurch verliere ich besonders schnell meine Ausdauer, meine Stamina, und ich werde immer langsamer. Und wenn jetzt ausgerechnet Zombies durch die Gegend strunzen, dann habe ich vielleicht Pech gehabt und bin zu langsam und reagiere nicht schnell genug. Aber im Normalfall kann man zumindest immer noch weglaufen, wenn man genug Ausdauer hat. So, jetzt ziehe ich die Klamotten erstmal an. Das kann ich mir übrigens auch im oberen Menü angucken. Unter Character habe ich hier meine Anzeige, wie ich aussehe. Und wenn ich auf Wear klicke, erscheinen dann die Klamotten auch an der vorgesehenen Stelle. Ich kann sie ja auch auf die Handschuhe ziehen und zack, habe ich einfache Faserhandschuhe. Diese Handschuhe haben keinen großen Schutz. Also es ist im Grunde genommen die schlechteste Kleidung, die man haben kann, aber die werden wir im Laufe des Spiels nach und nach ersetzen. Hier sehen wir übrigens auch noch eine andere wichtige Information, nämlich die Statuseffekte. Die sehen wir hier rechts und hier sehen wir, dass wir noch 12 Minuten diese Elemental Protection, also die Umwelt, den Umweltschutz haben. Das heißt, die Umwelt kann uns nicht allzu viel anhaben. Wenn aber die Jacke verschwindet, dann wird es uns wahrscheinlich hier in dieser Gegend zu warm. Oder wären wir jetzt in einem Schneebiom gespawnt, dann wird es uns sehr schnell zu kalt. Die nächste Aufgabe ist ein Schlagwerkzeug aus Holz, also ein Holzknüppel. Jetzt gucke ich mal, Holz habe ich noch genug. Dann werde ich mal wieder auf die Basics gehen, da finde ich dann auch den Holzknüppel hier ganz unten, den Wooden Club. Und den stelle ich erstmal her. Wenn ich schon viele Sachen eingesammelt habe und möchte nichts wieder wegschmeißen, wegschmeißen geht übrigens automatisch, wenn man aus dem Inventar das jeweilige Item einfach aus dem Fenster zieht, dann lässt man es fallen. Man kann aber auch viele Dinge, die aus einem bestimmten Material bestehen, wie zum Beispiel diese kleine Bonbondose, die kann ich einfach auseinandernehmen, scrappen und bekomme dann Eisen. Das funktioniert bei vielen anderen Gegenständen auch, die man nicht sofort braucht und spart vor allen Dingen wieder Inventarplatz. Der nächste Schritt sind Pfeile und Bogen. Für den Bogen brauche ich wieder Holz, das habe ich noch, und ich brauche Pflanzenfasern für die Sehne, auch das habe ich. Das heißt, ich kann hier wieder aus den Basics den Holzbogen aussuchen und ihn herstellen. Der nächste Schritt sind natürlich Pfeile. Und dazu brauche ich Steine, Holz und Federn. Deswegen gleich zu Anfang, wenn ihr irgend sowas wie ein Vogelnest seht, durchsucht es sofort. Federn braucht man am Anfang eine ganze Menge. Ich werde jetzt erstmal so viel herstellen, wie ich kann. Nee, halt. Ich möchte natürlich Pfeile herstellen. Und da kann ich da 12 herstellen, weil ich 12 Steine gesammelt habe. Da habe ich noch mehr Federn und ein paar Eier. Steine kann ich
nicht nur aufheben, ich kann auch mit der Steinaxt einfach auf diese Findlinge, die überall rumliegen, schlagen. Und da bekomme ich eine ganze Menge Sachen raus. Nicht nur Steine, sondern auch Eisen oder auch wichtige Sachen. Wenn ich später Schießpulver und Munition herstellen will, bekomme ich Nitratpulver. Ein bisschen Blei ist da auch noch bei. Manchmal bekommt man auch zusätzlich noch Kohle. Auch bei den Steinen gilt übrigens, wenn man sie ganz abbaut, bekommt man hinterher noch einen Zuschuss. Steine baut man in 3 Schritten ab. Das heißt also einmal, wenn diese Zersplitterungsanimation kommt, dann kann man eigentlich auch aufhören. Auch da bekommt man schon einen Bonus. So. Durch das ganze Herumgekloppe ist meine Steinaxt jetzt abgenutzt und ich muss sie reparieren. Dazu brauche ich schon wieder Steine. Das heißt, ich muss einen Stein gleich schon wieder opfern. Im Menü für die jeweiligen Werkzeuge finde ich auch immer Repair. Repair funktioniert aber nur, wenn man die nötigen Materialien zum Reparieren auch im Inventar hat. So, dann rüste ich mich jetzt erstmal aus. Wasser packe ich jetzt mal hier hin. Die eine Bandage ist noch sehr nützlich. Die werde ich auch auf dem Gürtel tragen, falls irgendwas Unerwartetes passiert. Ein bisschen zu essen haben wir auch. Und wir haben einen Landclaim-Bock, den hebe ich erstmal auf. Am Anfang, vor allen Dingen auch wenn man Singleplayer spielt, braucht man ihn nicht sofort. Eigentlich gilt er dazu, dass man im Multiplayer seine eigene Festung oder seine Wohnstätte gegen andere Spiele, vor allen Dingen wenn man Player vs. Player PvP spielt, schützen kann. Das heißt also, dass gegnerische Spieler die Wohnung oder die Festung nicht zerstören können. Dieser Landclaim-Block hat später im Spiel aber auch noch eine gute Wirkung oder einen guten Dienst, den man aber wesentlich später gebrauchen kann. Das heißt, sobald ich jetzt gleich eine Kiste bauen kann, werde ich ihn erstmal weglegen. So, den Bogen nehme ich auf der Hand. Eine Fackel habe ich auch ganz zu Anfang schon bekommen. Das Eisen kann ich aufheben oder ich kann es genauso zerlegen wie die Bonbondose. Auch da bekomme ich dann Eisen für. Das Eisen ist ein Grundmaterial zum Herstellen vieler Dinge mit Eisen und da kann man eigentlich gar nicht genug von haben. Das gleiche gilt übrigens auch für Holz. Dann nehme ich mal den Bogen in die Hand und wir sehen, dass wir zwar 12 Pfeile haben, aber ich habe noch keinen Pfeil eingelegt. Dazu muss ich erstmal die Reload-Taste drücken. Das ist normalerweise die R-Taste. Wenn ich die R-Taste lange drücke, bekomme ich ein Auswahlmenü, denn es gibt verschiedene Arten von Pfeilen. Am Anfang habe ich nur Steinpfeile hergestellt. Es gibt aber auch Eisenpfeile, Stahlpfeile, die natürlich wirkungsvoller sind als die Eisen- und die Steinpfeile. Und später im Spiel gibt es sogar Brandpfeile. Die sind natürlich sehr praktisch, wenn man gegen größere Horden von Zombies kämpfen muss. Einstweilen wähle ich erstmal die Steinpfeile. So, jetzt bin ich ausgestattet. Und jetzt versuche ich mich mal in dieses Haus zu begeben. Und ich hoffe, dass ich das als erste Behausung benutzen kann. Auch wenn man noch einen Schutz hat, muss man damit rechnen, dass in diesen Häusern trotzdem Zombies leben oder vielmehr schlafen, nämlich sogenannte Sleepers. Damit ich die nicht sofort aufwecke, gehe ich in die Hocke, in den Schlaf, in den Schleichmodus, da gibt es eben die Schleichtaste oder eben auch eine Taste, wo ich den Schleichmodus dauerhaft feststellen kann. Das ist hier recht wirkungsvoll und durchaus zu empfehlen. Andererseits achte ich jetzt auch so ein bisschen, wo ich hinlaufe, denn in diesen Häusern kann es sehr schnell passieren,
dass mir der Boden unter den Füßen wegbricht. Hier ist es nicht so schlimm, hier kann ich schnell wieder rausspringen. Eventuell ist aber noch ein Keller darunter und ich lande im Keller, eventuell in den Armen einer ganzen Horde von Zombies, und das möchte ich natürlich nicht. Wenn man in Häuser geht, ist es wichtig, erst zu schleichen, zweitens sich umzugucken, ob eventuell irgendwo der Boden wegbrechen kann. Hinweise darauf sind zum Beispiel diese etwas zusammengebrochenen Fliesen. Es muss aber nicht heißen, diese zusammenbrechenden Böden können auch gut getarnt sein. Außerdem empfehle ich immer, sich gut umzugucken, auch nach oben, denn alles Gute kommt von oben, manchmal auch was Schlechtes, wie zum Beispiel Zombies. Ich höre also da schon jetzt die ersten Geräusche. Das heißt, die Schonfrist ist abgelaufen. Ansonsten habe ich hier im Haus viel Glück gehabt. Offensichtlich lebt hier kein Zombie. Dann werde ich jetzt erstmal Folgendes machen. Da haben wir wieder den zusammenbrechenden Boden. Ich werde erstmal die Matratze auseinandernehmen. Nicht nur, dass ich eventuell hier ein bisschen mehr Platz bekomme, sondern ich bekomme etwas, was auch sehr wichtig gerade zu Anfang ist, und das sind Stofffetzen. Mit Stofffetzen, mit zwei Stofffetzen, kann ich mir nämlich eine Bandage craften. Eins der fiesen Dinge, wo man am Anfang sehr schnell sterben kann, ist das Bluten. Wenn ein Zombie angreift, gibt es immer eine gewisse Chance, dass man blutet, und gerade wenn man zu Anfang noch nicht allzu viel Gesundheit hat, kann es sein, dass man sehr, sehr schnell verblutet. Das ist ziemlich frustrierend. Daher empfehle ich immer eine Bandage oder sogar eine First-Aid-Bandage, die heilt zusätzlich auch noch, auf dem Gürtel zu haben, damit man sich möglichst schnell verbinden kann, um diese Blutung zu stoppen, denn sonst ist relativ schnell Feierabend. Außerdem habe ich aus der Matratze noch Kotten, also Baumwolle, bekommen. Baumwolle finde ich in anderen Biomen, wie zum Beispiel im Waldbiom, quasi überall auf dem Boden. Und ich würde gerade am Anfang auch immer Baumwolle mitsammeln, denn aus zwei Baumwollpflanzen kann ich einen Stofffetzen herstellen, und so hat man eine ständige Quelle für Stofffetzen und damit auch für Bandagen. Ganz wichtig jetzt, wie ich jetzt schon beinahe vergessen hätte, natürlich den Schlafsack irgendwo erstmal hinzulegen. Ich lege ihn erstmal hier auf den Boden. Das ist nicht allzu sicher, denn man sieht ja schon an dem großen Loch, da kann jeder Zombie sofort einsteigen. Das gefällt mir natürlich gar nicht, aber das werden wir so schnell wie möglich ändern. Erstmal haben wir eine neue Aufgabe. Wir müssen wieder Holz sammeln. Holz können auch solche zusammengebrochenen an Häusern solche Blöcke oder kleinen Hügel sein. Oder ich nehme mir einfach dieses tote Gehölz hier vor, was natürlich wieder etwas länger dauert. Okay, wo hätte ich noch Holz? Noch haben wir Zeit. Ich nehme mir mal den großen vor.
Baum fällt. Von der Ferne sehen wir schon die ersten Zombies. Die Schonzeit ist abgelaufen. Was ich jetzt noch vergessen habe, den Knüppelzahn zu nehmen. Dann können wir vielleicht sogar schon unsere ersten Zombies angehen. Ich glaube, schleichen kann ich, erübrigt sich hier. In der Zwischenzeit sammle ich noch ein paar Steinchen. Beim Kampf gegen die Zombies achtet auf euer Zielkreuz und versucht möglichst immer den Kopf zu treffen. Und der zweite Ratschlag, geht nicht zu dicht dran. Dieser Abstand reicht völlig, um den Zombie zu treffen. Geht man näher dran, kommt man auch in die Reichweite der Zombies und selbst so ein Kriecher kann einem sehr schnell die Beine brechen. Den lasse ich erstmal in Ruhe. Der kommt früh genug. So, jetzt habe ich 150 Holz. Das ist dann schon eine Basis, wo ich ein bisschen mitspielen kann. Die nächste Aufgabe ist auch eine sehr, sehr wichtige, nämlich das Herstellen von Holzrahmen, Woodframes. Diese Woodframes empfehle ich auch ständig immer einen großen Stack dabei zu haben, denn sie können einem sehr, sehr schnell das Leben retten. Sie sind nicht nur als Baugrundlage gedacht, sondern sie können auch als Leiter dienen. Sie können einen sehr schnell aus der Reichweite von einer Zombie-Horde bringen. Deswegen crafte ich nicht nur 3, wie die Aufgabe empfiehlt, sondern ich crafte gleich 20. Mit diesen Holzrahmen kann ich zum Beispiel so ein Loch stopfen. Vielleicht nur notdürftig. Aber immerhin so, dass die Zombies nicht durchkommen. Falls irgendwas im Wege ist, wie hier diese angebrochene Wand, kann ich sie jederzeit wegschlagen. Erstens bekomme ich Holz dadurch. Und zweitens kann ich einen Holzrahmen da setzen. Da kommt schon der nächste. Und damit hätte ich jetzt schon die zweite Aufgabe erfüllt, die 3 Holzrahmen zu platzieren. Wenn ich jetzt mit der Steinaxt mit der rechten Maustaste auf einen der Holzrahmen ziele und die rechte Maustaste drücke, repariere ich den Holzrahmen oder ich werte ihn auf. Das heißt, ich verstärke ihn. Das mache ich jetzt mit allen dreien. Und damit hätte ich auch die nächste Aufgabe komplett erfüllt. Das Aufwerten kann ich übrigens in mehreren Schritten machen. Das heißt, wenn ich weiter auf die schon aufgewerteten Holzblöcke jetzt mit der rechten Maustaste klicke, kann ich sie weiter aufwerten. Jetzt sind sie stabiler und haben einen Widerstand von 225. Das heißt, Zombies müssen etwas länger drauf rumkloppen, bevor sie sie kaputt hauen können. Jetzt probieren wir erstmal aus, wozu diese Holzrahmen noch gut sind. Nämlich hier oben gibt es noch eine zweite Etage. Die ist nur leider eingebrochen und es gibt keine Leiter dahin. Aber mit Holzrahmen ist das kein Problem. Man setzt einfach einen Holzrahmen auf den Boden. Der Vorteil von Holzrahmen ist übrigens, mit der E-Taste kann man sie auch jederzeit wieder aufnehmen. Und springt auf den Holzrahmen. Und während man springt, drückt man die rechte Maustaste, um den Holzrahmen zu platzieren. Und schon steht man eine Etage höher und noch eine Etage höher und hat einen ganz bequemen Aufzug. Und jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Finde hier sogar eine sehr schöne Sache, nämlich medizinische Ausstattung. Mal gucken, was wir da finden. Alles, was man gebrauchen kann, eine Bandage, Vitamine,
einen Blutbeutel, den kann man zum Craften von Medizinkits benutzen, und Steroide, die sind am Anfang auch recht nützlich, wenn man stark überladen ist, denn sie heben diese Blöcke, die momentan noch als Blöcke sind, markiert sind, wenn man überladen ist, die werden eine gewisse Zeit aufgehoben und man kann trotz alledem schnell rennen. Der Nachteil ist nur, dass man hinterher quasi Nachwirkungen hat. Das heißt, hinterher hat man sogar noch mehr Blöcke eine gewisse Zeit und ist noch kaputter, hat weniger Stamina. Also wenn man abends nach Hause läuft, lohnt sich so ein Einsatz von so einem Steroid durchaus. Wenn man dann in einer sicheren Zone ist und die negativen Effekte quasi nachts verklingen lässt, das ist dann kein Problem. So, hier oben fühle ich mich schon wesentlich sicherer. Auch hier kann ich... Ups. Dann nehmen wir lieber die Steinaxt. Alles abbauen, was ich abbauen will. Ich kann hier auch wieder meine Woodframes, meine Holzrahmen setzen. Der ist kaputt, den haue ich noch weg. Das gleiche mache ich jetzt hier mit der Ecke auch noch. Und schon habe ich eine kleine Plattform. Ich kann hier alle Holzblöcke, die ich sehe, aufwerten, auch die, die bereits vorhanden sind. Schon habe ich eine kleine, aber schöne Plattform, auf die ich meinen Schlafsack legen kann. Den Schlafsack, wenn er nicht so liegt, wie ich ihn gerne hätte, dann kann ich einfach mit der linken Maustaste den Schlafsack drehen. Platzieren tue ich ihn dann mit der rechten Maustaste. Und jetzt habe ich einen Spawnpunkt, der safe ist. Hier bin ich sicher. Jedenfalls, wenn nur einzelne Zombies hier unten rumtoben, die kommen jedenfalls nicht sofort an mich heran. Die nächste Aufgabe ist, ein Lagerfeuer zu bauen. Dazu braucht man wieder Steine und Holz. Die habe ich schon auf der Tasche. Also mache ich das am besten gleich. Und dann muss ich nur noch dieses Lagerfeuer irgendwo platzieren. Das kann ich also überall machen, das kann ich also auch auf dem Tisch machen, das kann ich draußen machen. Wenn ich das Lagerfeuer entzünde, brauche ich keine Angst zu haben, dass das Holz darunter abbrennt. Und damit habe ich alle Aufgaben, diese Tutorial-Aufgaben erfüllt und habe die ersten Punkte eingeheimst. Die Punkte kann ich mir in meinem Menü angucken, und zwar unter Skills. Hier habe ich jetzt 4 Punkte, die mir zur Verfügung stehen. Die kann ich jetzt einsetzen, um die wichtigsten Funktionen, die wichtigsten Attribute zu verbessern. Das ist einmal die Sicht und die Perception, die sorgt dafür, dass mein Zielen besser wird, unter anderem meine Kraft. Die sorgt dafür, dass ich stärker zuschlagen kann und weniger Schläge brauche, um Zombie platt zu machen. Meine Fortitude, das ist die Gesundheit. Die Agility, also die Bewegungsfähigkeit, damit verbessere ich meine Ausdauer. Und das Letzte und fast das Wichtigste ist der Intellekt. Damit erhöhe ich meine Fähigkeit,
Qualitätsgegenstände herzustellen und auch Dinge zu lernen, die ich jetzt noch nicht craften kann. Also ich vergebe jetzt erstmal einen Punkt in den Intellekt. Kaufen. Ein in die Sicht, dass ich ein bisschen besser schießen kann. Die anderen Sachen lasse ich noch weg. Die Kraft nehme ich auch schon. Und jetzt gibt es noch einige Perks, die jeweils auch nur einen Punkt kosten. Da wären zum Beispiel, was für den Anfang wichtig ist, der sogenannte Masterchef, der sorgt dafür, dass ich am Lagerfeuer brauchbare Dinge kochen kann, die auch einen lange und nachhaltig sättigen. Das gilt nicht für alles. Kampfsachen lasse ich erstmal weg. Die Gesundheit ist da wichtiger und da empfehle ich, den Healing-Faktor hochzusetzen. Denn der sorgt dafür, dass wenn man mal verletzt wird und man hat nichts mehr zu verbinden, dann heilt man einen Punkt alle 30 Sekunden wieder hoch. Auch den kaufe ich. So, dann bin ich hier fertig und relativ sicher. Und die Nacht kann kommen. Wenn ich verhindern will, dass Zombies mich finden, gehe ich noch wieder in den Schleichmodus. Der sorgt dafür, dass ich weniger entdeckt werde. Wie gut ich sichtbar bin, zeigt übrigens der im Schleichmodus auftauchende dritte Balken unten links an. Das ist der grüne Balken und der sagt mir im Augenblick, dass ich eine Sichtbarkeit von 9% habe. Noch ist es ja Tag und es ist hell. Wenn ich mich jetzt leise bewege, dann verstärkt sich die Sichtbarkeit ein bisschen. Wenn ich mich so ganz in die Ecke stelle, na, dann komme ich sogar auf 8. Wenn es nachher dunkel wird, sinkt das dann noch weiter und wenn ich mich ruhig verhalte, kann ich die erste Nacht problemlos überleben. Vielleicht werde ich auch komplett in Ruhe gelassen. So, dann würde ich sagen, auf diese Weise habt ihr eine gute Chance, die erste Nacht zu überleben. Bringt euch in Sicherheit, verhaltet euch ruhig. Und der Rest ist Zufall. Wenn wir natürlich hier eine wandernde Horde durchkommen und mir das Haus unter dem Boot, unter den Füßen wegreißt, dann habe ich Pech gehabt. Aber im Normalfall sind die ersten Nächte nicht ganz so schlimm. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen von Seven Days to Die. Auch wenn ihr sterbt, lasst euch nicht entmutigen, denn das Spiel ist fantastisch und bietet noch unglaublich viele Möglichkeiten. In weiteren Tutorials werde ich die nach und nach ansprechen. Ich werde einfach das Spiel weiter spielen und dabei erklären, was man da am besten machen kann und welche Möglichkeiten das Spiel alles bietet. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.